Fraktion Tino Chrupalla. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute, die Erwartungen an die bevorstehenden Gipfeltreffen sind ja offensichtlich sehr hoch. Meine Vorredner haben das schon eingangs hier gezeigt. Bundeskanzler Scholz möchte auch hier für seine Vorstellung des Wahren und Guten werben. Und dafür wünsche ich Ihnen auch viel Erfolg bei diesen Gipfeltreffen, zum Beispiel auch im Bereich der Energieversorgung. Mittlerweile hat man erkannt, dass überambitionierte grüne Klimapläne nicht umsetzbar sind. Frau Dröge, darauf sind Sie in Ihrer Rede überhaupt nicht eingegangen, denn sie sind reine Ideologie und nicht anschlussfähig mit der realen Situation in Deutschland. Deshalb hat sich die Bundesregierung jetzt bei unseren Ansätzen, und das ist eigentlich mal was Positives, vernünftiger Klimapolitik auch bedient. Zum Beispiel Stromerzeugung durch Kohlekraftwerke, Weiterentwicklung von Verbrennermotoren und der Weiterbetrieb der Kernkraftwerke. Alles Forderungen der AfD, die neben Robert Habeck nun auch die FDP für sich entdeckt hat. Willkommen in der Realität, kann man da sagen. Christian Lindner forderte das mittlerweile auf Twitter. Damit folgt er nur konsequent der Rolle, die die FDP einnimmt. Als eine Partei, die wie ein Fähnlein im Wind steht, so agiert, dass ihre Macht gesichert bleibt. Und eigene Ideen? Fehlanzeige. Fest steht, und das ist die Linie der AfD, wir brauchen in Deutschland einen vernünftigen Energiemix. Denn wir sind bei wachsendem Energiebedarf und der hohen Inflation einfach nicht imstande, auf konventionelle, vor allem grundlastfähige Energieerzeugung zu verzichten. Und das wird die nächsten 20, 30 Jahre auch so bleiben. Speicher noch ganz zu schweigen. Die haben wir nämlich auch nicht. Werte Kollegen, Deutschland und unsere Bürger stehen vor schwierigen Zeiten wie seit 50 Jahren nicht mehr. Wo bleibt die Unterstützung der Bundesregierung? Ihre Entlastung für 3 Monate, die Sie beschlossen haben, sind allenfalls ideologisch motiviert, Makulatur mittlerweile verpufft und eigentlich schon jetzt gescheitert. Meine Damen und Herren, Sie verlangen allen Bürgern sehr viel ab. Viele sind trotzdem zum Verzicht bereit. Es bleibt Ihnen ja auch eigentlich gar keine andere Wahl. Denn Ihre starrsinnige Politik führt dazu, dass wir schon heute die Lebensmittelpreise vollkommen von den Einkommensstrukturen abgekoppelt haben. Sie auf der Regierungsbank steuern uns planlos in die größte Krise nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Bundeskanzler möchte sich im Klimaclub verstärkt um Wasserstofftechnologien bemühen. Wir haben es gehört, zum Beispiel Leitungs- und Versorgungsnetze. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang doch mal völlig unvoreingenommen Nord Stream 2 an. Dieser Leitungsweg ist bereits für Wasserstoff ausgelegt und auch betriebsbereit. Sie aber wollen sich den Luxus leisten, auf eine Kooperation mit einem der rohstoffreichsten Länder der Erde zu verzichten. Und das ist Russland und gehört zu Europa. Ihre europäische Idee ist somit nicht zukunftsfähig, werte Bundesregierung. Heute kaufen Sie Gas von Katar, was Sie vor kurzem noch als Menschenrechtsverletzer an den Pranger gestellt hätten. Und das ist die reine Doppelmoral dieser Bundesregierung. Auch wir, und das will ich ja noch mal klar betonen, auch wir verurteilen den russischen Angriff auf die Ukraine. Aber wir wissen auch, dass nur der Dialog und die Zusammenarbeit den Frieden wiederherstellen kann. Was erhoffen Sie sich von schweren Waffen? Weniger Kriegstod und dafür einen demokratischen Frieden? Als Alternative für Deutschland haben wir von Anbeginn des Konflikts zur Abrüstung aufgerufen. Dabei bleiben wir, und eine große Zahl der deutschen Bürger denkt auch so. Viel schlimmer ist, Sie spielen mit den Ängsten unserer Bürger. Einerseits wollen Sie mit Waffenlieferung Putin in der Ukraine stoppen, damit die russische Armee nicht weiter nach Westen vordringen kann. Andererseits entwaffnen Sie ohnehin die kaputtgesparte Bundeswehr nahezu vollständig und setzen die Verteidigungsfähigkeit unserer Streitkräfte damit auch aufs Spiel. Versuchen Sie endlich einmal, ehrlich und offen zu den Bürgern zu sein und interessengeleitete Politik für Deutschland zu machen. Stück für Stück wird es immer klarer, dass Sie unser Land und den ganzen Kontinent Europa aufs Spiel setzen. Und das nur, um Bündnisinteressen zu dienen, die eigentlich nichts mehr als Hegemonialinteressen sind. Machen Sie endlich Schluss damit. Mit Ihren einseitigen Bestrebungen demontieren Sie die wirtschaftlichen und die finanzielle Kapazität Deutschlands und bringen uns in neue Abhängigkeiten. Und gerade diese wollen Sie doch aktuell bekämpfen, indem keine Geschäfte mehr mit Russland gemacht werden. Das ist einfach nur unglaubwürdig. Wir brauchen gute Beziehungen zu möglichst allen internationalen Partnern. Aber Sie wollen nicht vermitteln, sondern mit Ihren Erweiterungsplänen Russland eine starke und mächtige
EU gegenüberstellen. Und da muss ich fragen, gibt es die denn wirklich? Die marode Finanzpolitik hat schon Großbritannien aus dem Bündnis getrieben. Die Gelddruckmaschine EZB hat den Kontinent mit Banknoten überschwemmt. Und das ist der Hauptgrund der Inflation. Und daran hat auch die CDU ihren Anteil, Herr Merz. Sie können sich nicht einfach wegstehlen. Sie sind genauso damit verantwortlich, was diese Inflation in diesem Land anrichtet. Und das war alles unverantwortlich. Und viel zu spät lenken jetzt die Hüter der Euro-Währung nun langsam ein bisschen ein. Und ich sage Ihnen, mit dem Versprechen, dass die Ukraine schnell beitreten kann, gaukeln Sie auch der ukrainischen Bevölkerung eine Art Sicherheit vor, die Sie niemals einhalten können. Das macht die schwache Europäische Union und das macht die schwache Europäische Union noch schwächer und vor allen Dingen noch viel ärmer. Denn die Idee, neue Märkte zu erschließen, setzt voraus, dass diese Länder wirtschaftlich auch etwas zur Gemeinschaft beitragen können. Das ist doch die Idee der Europäischen Union, die Sie hier immer beschworen haben. Das Gegenteil ist aber der Fall. Die EU ist zu einer riesigen Geldverteilungsmaschine geworden. In der multipolaren Weltordnung könnte der gesamte Kontinent Europa eine eigene, erfolgreiche Rolle spielen. Und das geht aber nur, wenn wir erstens aktiv für den Frieden einstehen und zweitens jedes der europäischen Länder souverän agieren darf. Wir brauchen keine uniforme Kultur- und Verwaltungsstruktur in allen Bereichen des Lebens. Sie, Herr Scholz, nennen sich Europäer und haben mit Ihrem Versuch nach Gutsherrenart durch die Balkanländer zu reisen und Bedingungen zu diktieren, das gegenseitige Vertrauen ebenso beschädigt wie das Amt des deutschen Bundeskanzlers. Dabei wurde zumindest eines deutlich. Die EU, die angeblich für Offenheit und Vielfalt steht, ist eine Gemeinschaft des aufgezwungenen Gemeinsinns. Und gerade die Länder des Ostens, die diese Erfahrung schon gemacht haben, möchten das ein zweites Mal nicht erleben. Ihre Hoffnung, Herr Bundeskanzler, auf Verständigung mit Russland teile ich zutiefst. Deshalb rüsten Sie alle hier endlich auch verbal ab und suchen Sie nach Lösungen für Deutschland. Wir sind in einer Situation auf das Wohlwollen Russlands mittlerweile auch angewiesen. Überzeugen Sie die G7-Mitglieder und die Gäste, dass wir nur im Dialog und gemeinsam mit der Ukraine und Russland eine Zukunft haben. Vielen Dank. Einen schönen guten Tag von meiner Seite, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir führen die Debatte nun fort.